Willkommen zurück bei Farlight Explorers. Und wir haben ja jetzt schon diese kleine, ich sag mal, Plattform gebaut. Wir haben ein paar Fließbänder gebaut letztes Mal. Ich habe jetzt noch die Schmelze, während es Nacht war, abgebaut und da hinten die ganze Plattform abgerissen. Und das ist jetzt nur noch reine Produktion von Eisenerz. Kommt auch hier wunderschön an, wie ich sehe. Also immer schön links und rechts eins. Und ja, ich wollte eigentlich ein Kreissystem machen. Dazu brauche ich einen Splitter. Aber das Problem ist, der Splitter braucht Platten. Platten haben wir noch nicht. Also dachte ich mir, okay, erstmal, wie wir das auch in Vectorio machen, provisorisch bauen wir erstmal hier das Zeug. Das Problem ist, ihr seht es schon, ich glaube, wenn ich den so hier hinstelle, klappt das nicht, oder? Oh doch, das klappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, rein optisch sah es nämlich nicht so aus. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir unser Solarteil, das ich von drüben abgerissen habe. Stromanschluss war wo? Genau da, wo der Greifer ist. Ja, okay. Dann drehen wir das Ganze einfach. Hallo? So, Stromanschluss. Geht das? Das würde gehen? Okay, macht aber wenig Sinn, weil wir mehr Strom erzeugen, als wir verbrauchen. Dann wäre das Verschwendung. Dann stellen wir das hier hin. Nee. Ja, so rum wäre es am besten. So. Einmal. Zweimal. So, dann kriegt der hier Strom. Und wir kriegen auf jeden Fall jetzt wieder Iron Ingots. So. Für die Platten, die wir ja benötigen, brauchen wir eine andere Anlage. Die haben wir hier gefunden bei Production. Und zwar war das die Hydraulikpresse. Mit der Hydraulikpresse kriegen wir von jedem Ingot die dementsprechenden Platten. Dann gibt es hier noch eine Hydraulic Gearpresse. Damit können wir von Platten Zahnräder machen. Wahrscheinlich wirklich alle, also Kupferzahnrad, Stahlzahnrad und Eisenzahnrad. Gehe ich davon aus. Dann gibt es noch eine Hydraulic Highspeed Presse. Kreiert Platten from Ingot at High Speed. Also von Ingots kriegen wir schneller quasi Platten. Weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt zu bauen. Keine Ahnung. Das gleiche gibt es dann auch nochmal für die Zahnräder Speed. Dann gibt es noch die Advanced High Speed Presse. Meine Fresse. Macht Platten aus Titanium, Titanium Vanadium, from Titanium Ingots und von Vanadium Ingots and kreiert Silikon vom Quarz. Okay. Und noch verschiedene andere Dinge. Die gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich entscheide mich jetzt erstmal einfach eine stinknormale Hydraulikpresse zu bauen. Wir brauchen Ingots und zwar 50-50. Uns fehlen 10 hiervon. Und sonst nichts. Gut, dann baue ich eine zweite Schmelze mal eben provisorisch hier hin. Und baue nochmal ein Lager. Einen Moment, warte mal. Production Storage. So, jetzt sind wir. Zack. Dann setzen wir hier einfach ein zweites Lager für Kupfer. Dann können wir hier schon mal die Fließbänder. Hallo? Nee, nicht das Ding. Wo ist das andere? Das da meinte ich. Das hier schon mal so hinbauen. Dann ist schon mal klar, aha, ja, hier will ich Kupfer ranholen. So. Dann kommt auch hier, zumindest versuche ich es, hier der Arm hin. Und wieso? Wieso kann ich das jetzt nicht so bauen, wie ich es will? Guck mal, hier, wieso kann ich es jetzt so bauen? Ah, weil ich, warte mal, das ist tricky. Wir hatten es so dran, glaube ich. Ja, und jetzt drehe ich es. Das ist, ja, sehr crazy. Bringt nur nichts, weil ich, glaube ich, hier mit Strom nicht rankomme, oder? Komme ich hier mit Strom ran? Ich könnte, wie es aussieht. Dann machen wir das doch. Habe ich nicht hier Stromkabel? Nein? Ah, warte mal, halt hier. Augen auf beim Eierkauf. So, geht das jetzt? Ha, geil, dazwischen kann man bauen. Awesome. Very awesome. So.
Und da das Solar nicht mehr packt wie zwei von diesen Schmelzen, brauchen wir auch kein T-Stück mehr reinbauen. So. Und wir packen hier mal unser Kupfer rein. Und während die jetzt hier Ingots machen, machen wir was anderes. Und zwar, wir bauen einen ewig langen Weg. Wir können doch mal probieren, die Kamera zu verwenden. Vielleicht geht's mittlerweile. Nein, geht nicht. Hätten wir es so bauen können? Warte mal. Nee. Hier hätten wir es bauen können. Toll. Das ist komisch. Ich möchte es mal probieren. So. So. Wir wollen das Ding hier haben. Ich sehe nicht mal das Fließband. Ah, doch, hier. Ich brauche es aber hier. So. Ich weiß nicht, ob es dran ist. Aber jetzt kann ich es auch bauen. Ich will es mir kurz angucken. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Die Zeit hier ist echt kacke. Ist das jetzt höher, niedriger? Nö, ist so genau gleich hoch. Komisch. Okay, aber anscheinend muss man wohl mit Haar bauen. Toll. Das bringt mir ja viel, wenn es dunkel ist. Oh. Ich kann zwar die Kamera drehen, aber... Ja, das macht, glaube ich, wenig Sinn, so zu bauen, wenn es dunkel ist. Also gut. Dann lassen wir das. Und bauen von Hand. Passt das so? Ja. Schade. Da müssen Sie sich noch was überlegen, weil ich kann unmöglich hier alles mit Licht ausklatschen, damit ich mir einen Satelliten bauen kann. Der Satellit, hallo, ist ein Satellit. Der kann auch ruhig mal Nachtfunktion haben, finde ich. So, langer, langer Weg. Die Fließbänder werden nicht reichen. Die werden nicht mal ansatzweise reichen. Meine Fresse. Ja. Ein paar Fließbänder mehr. Wie viele Ingots haben wir? Ach Gottes Willen, ja. Ich könnte theoretisch 500 bauen von den Dingern. Theoretisch. Oh Gott. Ich versuche es irgendwie schneller hinzukriegen. Wenn ich so anpeile. Oh Gott, ja. Es so einigermaßen klappt's, aber... Auch nicht so gut. Dass man mal mit dem Abreißen beschäftigt. Es wandert halt immer nach links oder nach rechts. Das ist ein bisschen doof. Aber, ja, so klappt es doch besser, ja. Ach du Scheiße, wir sind erst hier. Da ist unsere Basis und irgendwo da hinten ist es. Ach du Scheiße. Was kostet der Zug? Weil das macht ja echt mehr Sinn, ey. Production Train. Ein Train Track braucht Platten. Machen wir bald. Der Train an sich braucht Gear. Die machen wir noch nicht. Das Railcar braucht ein paar Gears. Und der Rest braucht eigentlich nur Platten. Können wir auf den Dingern laufen? Ich will mal was testen. Okay, die transportieren uns leider nicht. Aber wir können drauf laufen, immerhin. Und ich glaube, laufen ist schneller wie... Na, nee, spielt keine Rolle. Oh, Mann. Ja, ein Zug wäre schon cool, aber das Bauen ist noch sehr, sehr, sehr mühselig, muss ich sagen. Also ich hoffe, da wird noch ein bisschen was getan. Gerade, dieses wunderschöne Prachtding. Schon wieder. Wow. Wow. Das war knapp. Okay, was kostet der Turm? Jetzt reicht's mir. Turm. Other Struction. Defense. Cannon. 20 Stahl. 3000 Watt. Ah, das war das. Das Ding braucht 3000 Watt, ey. Okay, ich baue es mal trotzdem. In der Hoffnung, dass das Ding überhaupt auf sowas schießt. Das weiß ich gar nicht. Wo ist denn der Stromanschluss? Der ist... da. Braucht das Ding Munition? Oh, freigeschalten. Turret deployed. Haha. Ich kann es nicht öffnen, also brauche ich wohl keine Munition. Das ist praktisch. Aber wir brauchen irgendwie Strom. Und da wir nachts eventuell auch mal angegriffen werden könnten, brauchen wir auch Strom nachts. Jetzt muss ich mal gucken.
Ingot, Iron, Iron. Ja, das ist nicht schwer zu kriegen. Oh, echt? Jetzt haben wir den Factorio. Ja, die Performance ging gerade ein bisschen runter, so typisch Factorio-like. Vielleicht sollte ich mir doch mal ein anderes Aufnahmeprogramm. Also, wenn ihr da draußen irgendwelche guten Aufnahmeprogramme kennt, außer Fraps oder Bandicam. Ich weiß, man kann auch mit OBS aufnehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht, gefällt mir nicht so. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. Coal Power. 10.000 Watt. Braucht natürlich Coal to Engine. To Engine, ja. Für Energie. Wir haben noch keine Kohle. Und Geothermal. Ja, wir haben noch kein Plastik. Gut, dann können wir eigentlich nur das hier nehmen. Mit zwei Batterien. 20 Iron, 20 Copper. Wir haben 19 Iron, 0 Copper. Haben wir schon alles verbraten? Nö, nicht mal ansatzweise. Gut. Hier drin ist Gottes Willen. Ja, die Anlage gibt gut her da hinten. So. Ah, das nervt auch, dass der immer wieder rausspringt. So, 1, 2. Weiß nicht, ob jetzt da das Ding im Weg ist. Ich hoffe nicht. So, haben wir noch ein T-Stück? Nein, haben wir nicht. Supply, Electric, T-Junk. So. Hallo? Kabel? Nee. So. Ah, ich hab's im Scrollen, hab ich's auch nicht so ganz raus. Nein. So. Einmal und zweimal. Ha! Es reicht. Turm hat Strom. Und sieht verdammt geil. Also, ey, mal ganz ehrlich. Cooles Design, finde ich. Nette Kanone obendrauf. Warum auch immer da 1, 2, 3 steht. Kein Plan für, was die Zahlen, Ziffern sind und alles. Selbst hier so einfach so. Ja. Schön detailliert hergestellt. Das muss man sagen in dem Spiel. Also, an denjenigen, der den Kommentar gebracht hat, jo, von wegen 2 Jahre im Early Access, dafür sieht es nicht schick aus. Also, Details, was die Gebäude angeht. Klar, hier die Bodengrafik oder ja, auch so im weiten Hintergrund ist noch so ein bisschen kantig, sag ich mal, aber wieso kommt hier so wenig? Was ist hier los? Achso, die produzieren einfach zu wenig, hä? Ach je, meine. Okay, krass. Ja, aber ne, dafür ist die andere Grafik gut. So. Strom haben wir hier auch. 80 davon. Sehr geil. 100. Ja, eh genug. Und somit könnten wir jetzt eigentlich eine Production machen wieder. Die Hydraulikpresse. Was braucht die? 750 Watt. Die Schmelzen. Was haben die nochmal gebraucht? Foundry. Auch 750. Das heißt, wir brauchen noch mehr Solar oben, Mann, ey. Wir brauchen unbedingt ein Kohlekraftwerk eigentlich. Aber wir brauchen eh Platten, von denen wir müssen erstmal so bauen. Es geht nicht anders. Geht gar nicht anders. Das geht nicht. Deswegen, wir bauen wieder mit Batterien. Was fehlt uns? Kupfer und Eisen wahrscheinlich. Beziehungsweise eher Kupfer. Halt. Oh, schnell noch raus, bevor es einschmelzt. Supply, Electric. Hä? Oh, Oxygen. Ach komm. Noch haben wir Flaschen. Dann baue ich halt noch eine Flaschenproduktion da hinten hin, dann passt es auch. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Wunderbar. So. Dann erweitern wir das einfach. Dieses Stromnetz. Ja, dann packen wir hier nochmal Solar hin einfach. Zack. Zack und zack. Dann kommt jetzt das hier hin mit Batterie. Oh, und wir können hier so ein schönes T-Stück theoretisch reinpacken. Wobei, wir müssen es ja nicht hier anschließen, oder? Müssen wir? Eigentlich nicht. Was wir aber machen müssen, ist definitiv den Strom umlenken, weil ich... Wobei, geht das hier?
Ja, ich könnte jetzt einen zwei langen Arm nehmen, aber... Nee, das will ich nicht. Ich will keinen zwei langen Arm haben. Da müssen wir theoretisch mit dem Strom hier hochgehen. Und das ist doof. Drehen, drehen, nochmal drehen, nochmal drehen, T, ja, so. Muss das hier erstmal weg. Kann man mit Shift irgendwie mehr markieren? Nee, geht auch nicht. Muss ja mal alles ausprobieren. So, dann kriegen wir hier das Problem. Nee, kriegen wir gar kein Problem. Wartet mal. Machen wir das folgendermaßen. Erstmal hier. Gehen wir hoch. So. Dann gehen wir aber hier auch hoch. Dann machen wir einfach den kompletten Strom oberirdisch, wie wir das schon immer gemacht haben. Dann bringe ich jetzt auch hier das T-Stück rein. Ich glaube, so ist richtig. Ich sehe es gerade nicht so wirklich. Passt das? Ist das verbunden? Ich glaube ja. Oder? Oh, Alter. Okay, es ist verbunden, eindeutig. So. So. Brauchen wir gleich nochmal ein T-Stück. Supply. Oh, not enough mineral. Copper. Scheiße. Echt jetzt? Scheiße. Da auch nichts drin, da auch nichts drin. Ah. Sacre bleu. Gut, dann folgen wir mal dem Fließband. Dann sehen wir auch gleich, oh, auch wenn es so verdammt dunkel ist. Die Tage könnten ruhig ein Tick länger sein und die Nächte dafür ein Tick weniger. Ich merke gerade, das Fließband ist gar nicht so kurz. Wenn wir jetzt eh in die Richtung gehen, dann können wir auch erstmal ganz kurz das Fließband, was wir im Inventar haben, voll verbraten. Oh. Solange es eh so düster ist. Ja, hier soll Kupfer lang. Wenn wir unterwegs natürlich Kohle finden noch. Ich weiß jetzt nicht, ob da... Ich weiß, dass bei Kupfer in der Nähe auch Kohle ist. Dann können wir auch dieses Fließband nehmen, um da Kohle zu transportieren. Und am Ende werden wir einfach aussortieren. Beziehungsweise kann man dafür... Ja, man muss aufpassen. Ich weiß nicht, wie gut die einstellbar sind, die Greifer. Weil was ist, wenn das Lager voll ist? Ne? Wäre auch doof. So. Jetzt sind wir ungefähr halber Weg. Das müsste die Anlage sein, glaube ich. Ja. Na, da. Immer schön den leuchtenden Turm folgen. Ha, funktioniert. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Und wieder zurück. Wenn euch übrigens die Musik auf den Keks geht, einfach auch Bescheid geben. Ich kann sie ja ausmachen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch nicht so genau auf die Musik geachtet, wie sehr abwechslungsreich die ist. Oder auch wegen der Lautstärke. Wenn sie zu laut ist, mache ich sie. Im Endeffekt mache ich sie dann auch aus. Wenn es dann doch zu beschissen wird. Alter, was für eine lange Strecke. Ah, Gott sei Dank, es wird wieder hell. So. Supply. Ah ja, genau, das da wollten wir noch bauen. So. Das kommt jetzt, nicht so, hoppla, sondern so. So. Und noch eins. Ja, wir brauchen eh mehr. 1, 2, 3. Kann man auch welche gebrauchen nochmal. So, einmal so und so. Schmelze 1 ist aktiviert. Jawohl. Und Schmelze 2 ist auch wieder aktiviert. Das sieht auch viel cooler aus, so der Anschluss. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir nur vergessen, hier einen Anschluss rauszubauen. Ich kluges Kind. Dann kommt das Ding wieder weg. So, kein Strom mehr. Zack. Dann bauen wir es halt so. Auch kein Problem.
Oh. Schön sieht's aus. Wäre cool, wenn da eine Animation wäre. Ich bin gespannt. Stromanschluss ist dieses kleine Loch vermutlich. Dann packen wir es doch. Kriegen wir hier so einen Greifer hin? Ich baue dann absichtlich mal falsch rum. Ja, das geht. Dann ist hier der Stromanschluss. Ich bin sehr gespannt gleich. Und auch hier machen wir es nach oben. Und in weißer Voraussicht machen wir auch hier nochmal so ein T-Stück rein. Und so sieht es schöner aus, ne? Ja, so sieht es schöner aus. So, Strom ist auch da. Interessant ist, das Ding hat kein Inventar. Oh, ich befürchte, dass da ein Fließband hin muss, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht genau. Haben wir noch Fließbänder? Ne, haben wir nicht mehr. Oh, das wird lustig jetzt gleich. Ich baue mal in weißer Voraussicht. Oder ich lese mal die Beschreibung durch. Weil das Ding hat kein Inventar. Ich kann es nicht angucken. Hätte ich das auf dem Fließband bauen... Ihr seht das, ne? Das testen wir jetzt aus. Ich pack hier ein Fließband drauf. Aber ich kann es nicht aufs Fließband setzen. Das geht nicht. Warte mal. Strom weg. Es geht nicht. Wir könnten es natürlich auch so machen. Warte mal. Stromanschluss ist hier. Ja, würde passen. Wisst ihr, dass ich das jetzt... Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Oh Gottes Willen. Ah, wieder falsch rum. So. Dass das hier... Okay, also ich kann definitiv... Da ging doch gerade was. Da ging gerade was. Alter, wenn das klappt, ey. Was mache ich damit? Ja, dann Station, Other, nee, Supply, oh, Storage. Dann packe ich jetzt hier einfach mal eben ein Lager hin. Ich habe gerade leichte Probleme hier mit dem Zeug. So. Dann packen wir hier ein Lager hin. Geht nicht, ne? Okay, dann nicht. Dann machen wir es noch breiter. Mal geht's nicht. Das ist sehr verwirrend. Hallo? So. Mich würde es nicht wundern, wenn es nicht geht. Aber mal gucken. So, wir brauchen Strom. Wir brauchen sowas. Wir brauchen aber auch sowas. Wir brauchen das hier. Hoppla. Für das. Dann so. Und Supply Electric Curved. Wahrscheinlich geht's gar nicht, was ich hier mache. Wir werden es gleich sehen. Wie, da ist auch ein Stromanschluss? Da ist auch ein Stromanschluss? Ach so. Ich muss gar nicht so bauen. Ja, egal. Hab ich nicht gesehen. Also hier hat's wohl auch... Hä, ist hier ein... Ach nein, da ist noch... Ich habe ein Kabel übersehen, wie es aussieht. Scheiße. Da. Okay. Ist kein Stromanschluss. War nur ein Fehlbau von mir. Sehr geil. So, Strom ist da und ich würde sagen, wir aktivieren die Anlage und gucken uns das Chaos an, was hier gleich passiert. So, das kommt rein. Das geht zu. Alter, echt jetzt? Okay. Okay, come on, puff. Boah, geiler Scheiß. Also das ist mal
Ne? Es funktioniert tatsächlich. Das ist ja cool, Puff. Zwei, habt ihr das gesehen? Zwei Platten auf einmal. Packt der Arm das oder hat er jetzt gerade eine Platte fallen lassen? Das müssen wir jetzt aufpassen. Zack. Okay. Ah, okay, packt er nicht. Dann, Scheiße. Pick up wie? Pick up one iron plate. Total 3. Wie denn? F? E? Hä, wie kann ich das aufpicken? Ach so, weil ich hier dran stand. Oder? Ah, okay, alles klar. So. Dann brauchen wir hier natürlich keinen Arm, sondern wir brauchen wieder dieses fantastische Werkzeug. So. Zack. Und schon haben wir keine Probleme mehr. Alter. Mal ganz ehrlich. Wie awesome ist das? Oh, das ist auch gut, wenn Strom ausfällt, dass das Ding nicht hier, nichts durchlässt. Das ist gut, sonst landen hier andere Sachen drin. Ja, jetzt ist natürlich Strom wieder aus. Oh, Licht ist auch aus. Ich gucke jetzt mal ein bisschen nach Licht. Das könnte wo sein? Wo könnte das sein? Structure vielleicht? Lights. Was gibt es eigentlich bei Decoration? Wir können Bäume bauen, echt jetzt? Decoration. Einfach Oxygentank. Okay. Also, da habe ich schon Erfahrung gemacht. Das ist ganz voll vergessen. Das Ding macht eigentlich am meisten Licht. Das geht wenigstens mal aus. Ich baue mal zwei Stück. So, ihr seht. Aber rein technisch gesehen. Oh, ich will das nicht irgendwie so dran haben. Ich will das auf dem Boden haben. Danke. So, eigentlich können wir mal hier hinsetzen. Und vielleicht noch. Aber oben drauf? Aber oben drauf schwebt es wieder, oder? Ist das hier dran? Ich sehe es nicht. Ist das dran oder schwebt's? Na, ah, der schwebt. Ich will nichts Schwebendes. Dann kommt's hier hin. Wenn wir es denn hinkriegen, so. Dann habe ich einfach die schöne Aussicht an diese Anlage. Also, ganz ehrlich, das sieht verdammt geil aus. Es ist zwar. Wir haben gerade immer noch Lichtprobleme, weil diese Schmelzen hier arbeiten. Das ist auch noch ein bisschen komisch, dass man hier den Strom nicht regulieren kann in Form von, ich sag mal so, diese Schmelze hier, die hat nichts zu tun. Warum braucht die Strom zum Geier? Da kann auch jetzt hier der Strom hier rüber gehen. Das heißt, wir müssen das Solar gleich nochmal austauschen mit. Nee, wir müssen einfach nur Batterien hier hinsetzen. Was kostet die Batterie? Nochmal gucken. Wir haben ja hier eine Basic Battery. Eine Basic Battery. Könnten wir auch theoretisch einfach mal hier oben dran klatschen zum Testen. Oder auch nicht. Ich weiß, ich habe schon mal getestet. Wo ist denn hier der Stromanschluss? Das da hier? Ah, okay. Bloß die Frage ist, ich bin immer noch verwirrt wegen der Beschreibung. Aber das werden wir gleich sehen. Könnte ich die einfach so dran klatschen? Battery Charge 0%. Braucht 1500. Wow. Die sorgt ja ordentlich. Tip. The Corporation recommends a maximum of 5 batteries per planet. Ich weiß nicht, was es meint mit. Die Kooperation braucht mindestens 5 Batterien pro Planet. Ach, schon wieder? Flieg mal kurz rüber. Das wird ja langsam nervig. So. Ja, ich weiß. Ich brauche Sauerstoff. Oh, was ist da los? Hände hoch. Yes. Oh, ich würde gerne mal die Kanonen in Aktion sehen. Wehe, Asteroiden kommen runter, wenn wir nicht drüben sind. Sauerstoff. Ich will nicht mal Flaschen verbrauchen. Apropos. Nein, echt jetzt? Ach komm. War ja so klar, dass die Dinger kommen, wenn ich da bin. Zum Glück bin ich gerade da.
Aber dann hinten kommt eh keine runter, deswegen sehen wir es eh nicht. Gut. Trotzdem ärgerlich. Supply Water. Nein, dann ist es wahrscheinlich eher bei Production. Irgendwo gab es eine Produktion für Sauerstoffflaschen. Oder Extraction? Nee, oh, Laserdrill. Achso, ja. Wenn das da nicht ist und da auch nicht ist, ist es doch hier? Achso, für Sauerstoff. Und ich guck bei Wasser, ich depp. Hier, Oxygen Bottle Generator. Braucht 57 Watt. Braucht 10 Eisenplatten und 20 Eisen. Jetzt haben wir kein Eisen dabei. Braucht 750 Watt. Stromtechnisch, mal überlegen, haben wir genug Strom? Wir haben ein Solarfeld für alles. Das reicht. Respekt. So, ein bisschen Nahrung holen. Komme ich denn an Eisen ran von hier aus? Oh, ich komme auf jeden Fall an Kupfer ran. Nice. Das andere auch? Na, das falsche? Haha. Ich könnte natürlich auch hier einfach aufmachen, ich Depp. Alter, 1300. Habt ihr das gesehen? Da können wir ordentlich Platten machen. Na, come on. Ne, nicht in die Firne, sondern in die... ins Lager. Das geht? Netter Bug. Also ihr habt ja gesehen, normalerweise, ne? Passen hier nur 100 rein pro Ding. Ist halt noch ein lustiger Bug. Kenne ich selber, mit solchen Bugs habe ich immer wieder zu tun in meinem eigenen, netten kleinen, Spielchen, das ich programmiere. Was noch lange nicht fertig ist, aber das soll jetzt nicht das Thema hier sein. Wir nehmen mal hier noch Eisen raus. So, dann können wir nämlich das Ding bauen. Supply, Oxygen, Bottle Generator. So, und der braucht Strom. 750, also, was machen wir wie immer? Wir gehen hier hoch. Was fehlt uns denn? Ingots oder? Nee, Ingots auf keinen Fall. Kupfer, oh. Ja. Teile das mal so ein bisschen auf. So. Und dann nehmen wir das mit. Supply Electric. So. Okay. Was macht die Batterie? Die schafft es wahrscheinlich nicht voll zu werden, weil mehr Verbrauch da ist. Wobei, wir erzeugen 3000 und verbrauchen eigentlich nur 2000 irgendwas. Also eigentlich hätte es auch gereicht, aber na gut. Dann halt nicht. So, wir nähern uns dem Ende der Folge. Ich will noch ganz kurz den Flaschen-Ding da drauf klatschen. Plus Solar. Wo ist er denn? Oh, die Stahlfactory müssen wir auch noch bauen. Ach, da unten ist er schon drin. Kann natürlich auch sein, dass der Oxygen Generator jetzt nicht mehr reicht. Weil wir zu viel verbrauchen von allem. Kann gut sein. So, das Ding könnten wir ja theoretisch, wir kriegen ja hier Sauerstoff raus. Ich baue erstmal hier ein paar Bodenplatten, so. Wo kommt hier was hin? Ah, dass die Anschlüsse immer auf der gleichen Seite sind, ist ein bisschen deppert, finde ich. Damit wir jetzt wieder mit Strom rankommen. Die Frage ist eh, gibt es hier so ein T-Stück? Nee, nicht T, doch T-Stück. Genau das, was ich meinte. Ja, wir könnten aber auch ein Kreuz bauen. Wäre in dem Fall, glaube ich, sogar sinnvoller. Machen wir das weg. Machen das daran. Das war klar. So. Ach ja. Du mich auch, du blödes Ding.
packen das so hin. Ah, jetzt geht's nicht. Wegen dem Strom. Dann machen wir es anders. Wir können es auch hier hinpacken. So. Dann haben wir den Strom nämlich auch auf der richtigen Seite. Ja, machen wir es so hin. Dann kommt das so hin. Und dann brauchen wir noch zwei. Halt. Zack, zack. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Und jetzt brauchen wir nur noch Strom. Da dieser Strom schon Kapazität erreicht hat, können wir auch einfach direkt hier das Solarding hinstellen. Kommt da eins runter auf uns? Nö. Oh, ich will die Kanone in Action sehen. Ich will sie sehen. Es wird schon wieder dunkel, ey. Oh. Hat es gereicht für die Batterie? Jawohl. Und wir sollten jetzt Flaschen bekommen. Wenn es reicht. Ich weiß natürlich nicht. Es ist immer ein bisschen schwer, hier festzustellen, was wir haben, ne? Also wenn ich mal in den... Gut, der hat 100%. Also liegt es nicht am Sauerstoff. Ich habe keine Ahnung. Strom ist da, sonst wäre hier ein Stromzeichen. Vielleicht dauert es einfach nur ewig. Oxygen Bottle Generator. Ah ja. Es dauert einfach nur ewig, bis hier Sauerstoff rauskommt. Alles klar, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Somit sind wir wieder relativ weit gekommen. Wir haben, wir kriegen ein Sauerstofffläschchen. Wir kriegen aber auch unter anderem unsere ersten Platten. Wir sollten noch eine Stahlproduktion auf die Beine stellen. Sprich, wir brauchen noch mehr Ingots. Außer die Ingots werden nicht so schnell gemacht zu Platten. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Und dann können wir auch schon mal gucken, ob wir hier so eine Gierpresse machen. Und wir sehen schon, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Sprich, wir könnten diese Anlage einfach in Reihe stellen, dass es erst zu Platten gemacht wird. Und von Platten aus wird es dann sofort wieder zu Gears gemacht. Oder wir bauen eine zweite Anlage mit Platten und Gears, weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen heftig mit dem Herstellen von dem Zeug. Interessant ist, dass diese Herstellung so ähnlich ist wie bei Fortress Craft Evolved. So heißt das Ganze, glaube ich. Sehr cooles Game, kann man sich auch mal anschauen. Auch ähnliches Spielprinzip, nur eine echt kranke Grafik. Also sehr, sehr farbenfroh und bunt und boah, schon fast ein bisschen too much. Und ich würde sagen, wir bleiben natürlich hier bei dem Ball. Hier in Farlight Explorers. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Wenn es euch gefallen haben sollte, gebt einen Däumchen nach oben. Ansonsten, falls ihr neu sein solltet und nichts mehr verpassen wollt, hier in Farlight Explorers oder auch in anderen Let's Plays wie Factorio und bald auch noch anderen weiteren Projekten, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und wir sehen uns dann einfach in einer neuen Folge. Es wird Tag und ich verabschiede mich. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.